Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeguckt habt zu meiner 9. Folge, Season 1. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich will mit euch nochmal in die Mine gehen. Da war ja eine Höhle. Aber es war leider so unterirdisch, muss man echt so sagen. Mein Tablet hat sowas von gespackt, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, nochmal aufzunehmen. Das heißt in anderen Worten, die Folge werdet ihr nicht sehen. Und ja, deswegen, ich habe irgendwie auch bloß einen Dia gefunden. Und sonst auch nicht wirklich was. ein bisschen Gold noch und Eisen. Wobei Eisen eigentlich eine recht gute Ausbeute war. Ja, ich habe jetzt 3 Dias, ein bisschen anderes Zeug noch. Insofern werde ich mich jetzt damit beschäftigen, eine Farm anzulegen. Ich habe irgendwann mal eine Holzspitzhacke gemacht, keine Ahnung warum. Sowas von unnötig. Aber es tut jetzt auch nichts zur Sache. Das heißt, ich brauche Weizenkörner. Dann brauche ich einen Eimer. Dann mache ich, weil ich so fleißig gefarmt habe, jetzt auch noch eine Eisenspitzhacke. Und ich kann scheinbar nur nachts schlafen. Das habe ich schon vorher gewusst. Schauen wir mal, wie weit die Sonne schon untergegangen ist. Kann man glaube ich noch kurz warten. Schauen wir mal, habe ich alles. Also, was zu essen werde ich jetzt wahrscheinlich noch nicht brauchen, so schnell. Und dann, ja. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal Holz sammeln. Und ja. Gut. Nachher werde ich noch eine unendliche Quelle anlegen. Oder vermute ich mal zumindest mal. Und ich habe was ganz Cooles gefunden, nämlich ein Endwood. Den vorstelle, weiß ich nicht. Er ist zwar ganz okay, aber ich schau mal lieber, ob ich was Besseres finde noch. Dann, ich weiß nicht, es war ja schon bei der letzten Farmfolge so, dass es Tablet ein bisschen gelaggt hat und das Ganze nicht so geil war. Ich weiß nicht, ob ich es da reingeschnitten habe, weil da ja auch ein Teil gefehlt hat. Ich habe einen Mod gefunden, der heißt wie heißt denn der jetzt nochmal? Mir fällt jetzt gerade ernsthaft nicht ein. Heißt so ein Mod. Auf jeden Fall, da gibt's also, naja, Atomreaktoren und andere Maschinen. Es ist eher so ein Neuzeit-Nachmach-Mod oder so. Ich finde ihn allerdings ganz cool und so was ich gelesen habe, es ist jetzt bloß eine Beta-Version, die ich dafür gewischt habe. Es gibt nur im Moment gerade eine Beta-Version. 0.12 oder ist sonst was los? Auf jeden Fall, der Mod ist ganz, oder die Mod, muss man eigentlich sagen, ist ganz cool. Da schaue ich auch, ob ich meine bessere Version davon finde. Bin nicht so ganz damit zufrieden. Aber ansonsten, Factory Station heißt der genau. Aber ansonsten, von der Inhalte bin ich eigentlich ganz zufrieden damit.
Und ja, insofern werde ich den wahrscheinlich Let's Playen. Und ja. Dann, was wollte ich noch sagen? Ja, wenn ich von Factorization eine bessere Version bekomme, werde ich den Mod vorstellen, oder die Mod. Und wenn ich von End eine bessere Version finde, und von Factorization nicht, würde ich es End wahrscheinlich zeigen. Das heißt, es wird diese Woche keine Texture Pack Vorstellung geben, sondern eine Mod Vorstellung. Weiß nicht, haben wir halt gedacht, ein bisschen Abwechslung. Und ja. Genau. Was gibt es sonst noch für Neuigkeiten? Dass ich wahrscheinlich ein neues Tablet brauche. So wie es bei der letzten Aufnahme rumgespackt hat. Und dass wieder Äpfel gedroppt werden können, weil ich in der 0.12.2 spiele. Das ist auch gut. Ich frage mich, ob ich mir vielleicht dann für, falls es irgendwas mal eine blöde Zeit oder das blöde Zeit geben sollte, dass ich mir vielleicht einen Goldapfel crafte. Genügend Gold habe ich ja. War das gerade dumm von mir? Ich glaube schon, oder? Ich muss aufhören, auf die Viecher einzudreschen. Wenn, dann mit dem Looting-Schwert. Und sollte anfangen, mein Gehege für sie zu bauen. Das wäre, glaube ich, klüger. Apropos Gehege, jetzt gibt es erstmal was im Feld. Komm schon. Und dann nehme ich mir mal hier was raus. Gut, danke Minecraft Physics, dass es richtig funktioniert hat. Und jetzt mache ich eine unendliche Quelle à la Booming. Wie sie das gerade angehört hat. À la Booming. ja. Also, so baue ich sie halt immer jetzt. Könnten wir ja verschönern. Ich glaube, alles, was ich brauche, habe ich auch gar nicht bei mir. Also muss ich mal kurz ins Haus rein. Und schauen, was in meinen Kisten liegen habe. Ich brauche ein bisschen. Das Eiche. Ist hier noch was drin? Nee. Da muss ich mir also noch was craften. Dann so. So. Lol, ist die Eisenaxt in der Hälfte und Haltbarkeit runter. Das ist ja krass. Ach stimmt, ja. Bin ja richtig schlau gleich. Ach richtig, und so habe ich es ja auch immer gebaut. Vielleicht kennt ihr ja noch. Oder was heißt, kennt ihr ja noch? Ja, wenn ihr Pocket Edition spielt, dann kennt ihr ja den Stone Cutter. Und falls jemand irgendwie sich fragt,
warum ihr es nicht hinbekommt, ein Enchantment-Table zu bauen. Man muss im Stonecutter wahrscheinlich bauen. Ach komm schon, treffen muss man auch. Ach klar, dass ich das nicht schaffe. Ich bin froh, dass ich das nicht auch noch mit dem Fadenkreuz machen muss. Also, was heißt machen muss? Machen will. Zwingt mich ja keiner. Gut, dann brauche ich jetzt vielleicht noch Bruchsteintreppen. Ich mag das Texture-Pack, muss ich sagen. Ja, schaut mal, wie schön Bruchstein da aussieht. Normal finde ich das so ein bisschen trist, aber... mir gefällt es jetzt so. Jetzt ist mir, glaube ich, das Stein ausgegangen. Nee, nicht einmal, das finde ich gut. Ich habe, als ich das Update gesehen habe, schon gefreut, yo man, nächste Adult-Version mit allem drum und dran, Redstone, vielleicht End oder so. Aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlecht. Wobei Sticks kann ich eigentlich immer gebrauchen. Moment mal. Ich glaube zwar nicht, aber ich kann... wie viel Gold habe ich? Nein, ich glaube nicht, dass ich mir einen OP-Apfel bauen kann. Aber goldene Apfel ist jetzt auch mal nicht ganz dumm zu essen. Ja, was heißt zu essen, genau. Ist nichts Besonderes los, ja, erstmal goldenen Apfel essen. So sieht's aus. Ich denke, jetzt soll es doch eigentlich bald gehen zu schlafen. Gut, dann erkläre ich jetzt noch, was ich hier machen will, bis ich schlafen kann. Also ich will hier ein Feld machen. Und ja. Die Frage ist, ob ich das in 2 Minuten, so viel habe ich noch mit meinem Timer, hab schaff oder ob ich noch ein bisschen länger brauche. Aber im Grunde genommen wird die Folge halt mal ein bisschen länger. Ich tue mir immer 4 Minuten Puffer einprogrammieren. Ich denke, in den 4 Minuten schaffe ich das dann schon. Da hinten ist ein Zombie. Und der Reaper, ich glaube, der will unbedingt sterben. Und dann gibt es hier noch was. So. Ich wusste nicht, in welche Dings ich das Wasser reintan habe. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was ich mache. Nämlich hier ein bisschen frei. Also, ich für meinen Teil finde, dass Wasser da der effektivste Weg ist. So.
So, gut, dann. Ich glaube, jetzt dürfte ich so allgemein genügend haben, glaube ich. Das Einzige, was vielleicht nicht unbedingt unklug ist, ist, jetzt zu bauen. Und das hier einzusammeln. Okay, mein Tablet, mein Handy meldet sich jetzt, also. Aber nicht, dass uns das stören will oder so. Ich denke, so lange mache ich's. Feld und Mist. Eins noch länger, so gut. Ich finde das jetzt eine ganz chillige Folge. Oh Gott. Ich glaube, hier nehme ich ein bisschen was weg. Nur eine Reihe Autos setze ich noch hin dann. Gut. Ja, und hier ist noch ein. Gut. Also, jetzt bin ich ehrlich gesagt sogar recht zufrieden mit meinem Tablet und vor allem mit den Hintergrundsachen, die laufen immer. Es ist halt so, es laufen Sachen im Hintergrund immer. Und das Problem, wenn das mein Tablet dann halt immer, das halt doch mittlerweile etwas älter ist, da nicht mehr ganz so geil ist. Ich habe da eine brillante Idee. Könnten wir doch eine Goldschlange machen. Heieiei. Wir wollen doch nicht, dass die Hacke ganz bleibt. Gut, jetzt ist er hier. Ich denke, die Felder gehen sowieso von alleine weg, von dem her. Oh, hab gar nichts mehr. Eiche will ich noch ein bisschen was pflanzen, dann. Hier haben wir noch ein paar Seeds. Lol, ich wusste gar nicht, dass es geht. Gut, leider ist meine Aufnahme dann jetzt doch abgelaufen, ohne dass ich es bemerkt habe. Also ich habe jetzt hier das Beet vollendet, habe mir noch ein paar Seeds geholt mit Wasser, mit dem Wassereimer-Trick da und hier ein bisschen eben gebaut. Jetzt habe ich hier eine Farm, die finde ich ganz ordentlich ist und
Jetzt ist es zwar ein bisschen Überlänge, die Folge, aber... Gut. Der Minecraft-Tag ist auch wieder fast schon wieder vorbei. Und ja. Habe jetzt durchaus eine Weile lang dran gearbeitet. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben und... Ja, wenn euch die nächste Folge interessiert, die Mod-Vorstellung nachher wird es sein, dann gebt doch, lasst doch ein Abo da. Und tschüss.